RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Samstagnachmittag in der Halle Hackenberg. Die IGR Remscheid im Rollhockey-Bundesliga-Playoff-Halbfinale gegen Germania Herringen. Der Angstgegner war in die Halle Hackenberg gekommen. Der Gegner, den man zwar am Rande einer Niederlage hatte, aber dennoch nicht bezwingen konnte in den letzten Jahren. Und wir nehmen es vorweg, es sollte auch heute nicht der Tag der Remscheider werden. Dies lag zum einen daran, dass wieder einmal die Chancenverwertung der Remscheider absolut mangelhaft war. Zum anderen aber gab es in der 9. Minute eine Situation, die dem Remscheider Spiel einen Knacks gab. Marc Schinkowski verletzte sich bei einem Zweikampf an der Bande schwer am Fuß, er konnte nicht mehr weiterspielen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die IGR Remscheid den Gegner jedoch im Griff. Sie spielten frei auf und erarbeiteten sich Chance um Chance, doch der Ball wollte einfach nicht im Netz zappeln. Nur wenige Minuten später Robin Schulz mit seinem 1:0 für Herringen. Und dann ging's auch los, die Remscheider vergaben weiterhin Chance um Chance. Die Herringer konterten, Kevin Karschau 14. Minute 0:2 und in der 19. Minute gab's direkt noch einen hinterher. Es stand 0:3 und dabei waren die Remscheider bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal die schlechtere Mannschaft. Das einzige Aufbäumen in der ersten Halbzeit gab es in der 22. Minute. Viti Oliveira traf zum verdienten Anschluss. Er blieb nichtsdestotrotz heute unter seinen Möglichkeiten. Er fand oft keine Mitspielstation bei seinen Mitspielern, musste in 1:1 Situationen gehen, vertändelte dabei ein-, zweimal den Ball, was zu gefährlichen Kontern der Herringer führte. Und die schlugen vor dem Pausentee auch noch einmal zu. 23. Minute, 1:4, damit ging es in die Kabine. Auch nach Wiederanpfiff änderte sich das Bild nicht. 32. Minute, das 1:5 für die Gäste. Und weil es nicht reichte, 36. Minute 1:6, wieder Robin Schulz mit seinem Treffer hier. 44. Minute sogar das 1:7 durch erneut Kevin Karschau. Und erst dann durften die Gastgeber auch noch einmal mitspielen. Markus Wilk auf seiner Abschiedstour in der Rollhockey-Bundesliga, der Kapitän der Remscheider, er nahm sich ein Herz und traf hier zum Anschlusstreffer 2:7, 44. Minute. Das Spiel aber war schon lange entschieden. Die Gäste setzten noch zweimal einen obendrauf. Kevin Karschau 3 Minuten vor dem Ende 2:8 und sein Bruder Lukas Karschau 48. Minute 2:9. Die Remscheider stehen nach dem Hinspiel also bereits mit dem Rücken zur Wand, was für viele zu erwarten war. Jetzt bleibt abzuwarten, ob am kommenden Wochenende in Herringen ein Rollhockeywunder geschieht.